Nach einer kurzen Verschnaufpause auf der Rettungswache geht's für Karim und Stefan weiter. Wir fahren jetzt mit Sonder- und Wegerechte zu einem internistischen gemeldeten Notfall. Die Zusatzinformation, die Patientin hat wohl einen Schrittmacher. Das kann jetzt definitiv was mit dem Schrittmacher sein, eine Fehlfunktion oder sonstiges, muss jetzt aber nicht unbedingt sein. Es ist nur eine Zusatzinformation für uns, kann auch sein, dass ein ganz anderes Meldebild vorliegt. Ja, da kannst du runterfahren, ja. Ja, fährst noch ein Stück vor. An der Wohnung der Patientin angekommen, bemerkt das Rettungstrio direkt eine erste Hürde. Hallo. Also als wir beim Patienten angekommen sind, ist mir direkt aufgefallen, dass wir eine zwar relativ breite Treppe haben, aber gewendet, wenn wir davon ausgehen müssen, dass wir den Patienten runtertragen müssen, ist so eine Treppe immer ein bisschen schwierig. Wir haben schneenasse Schuhe, es ist eine Holztreppe, die kann schnell glatt werden, rutschig werden. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo. Hallo, geht's um Sie? Geht's um Sie? Okay, was ist denn passiert? Mein Herz. Herz und Hals tut weh. Okay, also Sie ist arrhythmisch. Ja. Okay, sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen. Die Schmerzen, wenn ich hier drauf drücke, tut das weh? Wird das schlimmer? Aber nicht so viel. Ne? Nicht viel, das bleibt immer gleich. Und wenn Sie einatmen? Weil ich aber nicht das Apparat mag. Ah, Sie haben einen Schrittmacher, ja, das weiß ich. Ja. Aber Sie haben jetzt trotzdem Schmerzen in den Hals ziehend. Ja. Das sind für uns erstmal die Alarmzeichen in Richtung akutem Herzinfarkt oder akuter kardiologischer Erkrankung, wo wir dann auf jeden Fall ein 12-Kanal-EKG machen müssen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Wir kommen jetzt von allen Seiten ein bisschen, gell? Okay. Achtung, nicht erschrecken. Ich messe mal die Temperatur im Ohr. Finger? Jawohl. 6,4. 6,4. Wunderbar. Okay. Gut. Und seit wann sind die Schmerzen jetzt? Seit jetzt erst. Okay. Es ist natürlich nie einfach, auf einer anderen Sprache, beziehungsweise wenn sie nicht so gut Deutsch sprechen, die Patienten rauszufinden, was der Sachstand ist. Wir haben dann so eine gewisse, so ein Tip-Doc nennt sich das, das ist eine Übersetzungshilfe. Die benutze ich dann auch ganz gerne, um einfach auch zu zeigen. Da kann man dann wirklich drauf zeigen. Da stehen dann vorgefertigte Texte drauf, wo die Patienten dann auch lesen können auf ihrer Sprache. Das macht es natürlich einfacher. Okay, schauen Sie mal her. Hier Übelkeit, Erbrechen. Na, schauen wir mal auf Italienisch, gell, sprechen Sie. Ja, ja. Hier. Vomito? Nein. Nein. Und das hier? Nun, das aber nicht so. Nee, okay. Ja, okay. Wir gucken, dass wir jetzt einen Transport richten. Wir fahren auf jeden Fall in die Klinik. Im Auto legen wir noch einen Zugang. Und dann schauen wir jetzt mal wegen den Symptomen noch. Wir haben Senkungen in 2, wir haben Senkungen in AVF, wir haben Hebungen in V5, wir haben Senkungen in V6, wir haben Senkungen in V4. Also im EKG oder beziehungsweise allein schon beim Pulstasten ist uns aufgefallen, dass der Patient eine sehr hohe Herzfrequenz hatte. Also die war teilweise weit über den 120, wo unsere Alarmglocken einfach angehen. Das ist definitiv zu schnell, vor allem für ein vorgeschädigtes Herz. Auch im EKG weiterhin, dann im EKG-Ausdruck, der ein oder anderen Hinweis auf einen Infarkt war ebenfalls da. Wir machen das jetzt so. Wir gehen jetzt ins Auto, dann fordern wir den NF nach. Mhm. Dann legen wir einen Zugang, dann gucken wir Arsen, Heparin. Und dann schauen wir weiter. Alles klar. Okay? Also gut, ich mache Transport, ja? Ich bin raus. Magst du bitte gleichzeitig NF nachfordern? Ja. Das NF wird nachgefordert in dem Moment, um einfach dann die nötige Blutvergünnung zu geben. Also wir als Notfallsanitäter dürfen das auch. Aber es gibt gewisse Medikamente, Zusammenstellungen, die wir nicht verabreichen dürfen. Zum Beispiel jetzt gerade in Hinsicht auf das Metoprolol oder das Belok, um das Herz ein bisschen auszubremsen. Das ist eine Notarztindikation. Wir bräuchten bitte einmal das NF ACS. Einmal NF, verstanden. Flo, hast du eins, was fährt oder kommt was Fliegendes? Es kommt der 3282 mit ein bisschen Verzögerung, diesen ersten Status 8. Ja, klar. Es ist ein routinierter Einsatz auf jeden Fall, den wir auch routiniert abarbeiten. Nichtsdestotrotz haben wir eine Patientin, die in der Situation durch unsere Diagnostik als kritisch eingestuft wird dann. Und da muss man einfach dann ein bisschen zackiger arbeiten einfach. Ja, es muss schnellstmöglich ein Notarzt nachgefordert werden. Man muss bedenken, dass dieser Notarzt nicht vor der Türe steht, sondern der hat auch eine Anfahrtszeit. Und das muss man alles so ein bisschen mit einplanen. Deswegen hat Karim oben auch einfach schon die weitere Versorgung übernommen mit Zugang legen. Ich bereite schnellstmöglich einen Transport vor, dass wir einfach keine weitere zeitliche Verzögerung haben. Wird kurz kalt, ja? Kriege ich einmal grün, bitte? Nee.
Ich hab gefragt, die sind gerade weg. NF kommt. Ja, wir legen Zugang deswegen. Dauert ein bisschen. Ja. Ja, ja. Der zuständige Notarzt befindet sich noch im Status 8. Das bedeutet, er gibt gerade einen anderen Patienten in der Klinik ab. Wir gehen jetzt erstmal ins Auto, dass wir in unser Umfeld einfach kommen, wo es auch ein bisschen ruhiger ist. Und dann können wir dann entspannt weiterarbeiten und gucken, was für eine medikamentöse Therapie wir dann noch machen. Genau. Das Team arbeitet schnell, aber möglichst unaufgeregt. Denn weiterer Stress wäre für die Patientin fatal. Die Hände drin lassen, ja, okay? Sie fallen nicht runter, wir haben sie, ja? Okay, gut. Stefan, du sagst? Ja, 1, 2, 3. Jawohl, ich komm rum. Ja, passt. Ei. Und einmal ab, bitte. Ei. Wir haben gedacht, wir gehen schon mal ins Auto so lang. Karim übergibt Notarzt Joachim Kessel die wichtigsten Informationen. Plötzlich wird die Patientin unruhig. Alles gut, ja? Bitte? Sie wissen nicht, wann Sie zurückkommen, ja? Alles gut, okay? Wir kümmern uns um Sie, okay? Alles in Ordnung, ja? Okay. Die Patientin war den Tränen nahe und sie hat auch, glaube ich, ein bisschen geweint, bevor wir in den RTW gegangen sind. Ich kann es natürlich verstehen, da ist doch eventuell eine Angst da. Dann darf man auch nicht vergessen, dass sie vielleicht auch nicht alles versteht, was wir sagen, was auch noch zusätzlich sie ein bisschen ängstlich macht. Aber ich denke, wir haben sie eigentlich gut beruhigt bekommen, wir haben gut auf sie eingeredet und ich hoffe, sie hat sich dann auch wohlgefühlt. Wir geben Ihnen jetzt ein Medikament, ja, dass das Herz ein bisschen langsamer wird, okay? Und dann wird es auch vielleicht ein bisschen besser mit dem Gefühl, okay? Sie brauchen keine Angst haben, wir sind da, okay? Alles gut. Schauen Sie, Sie dürfen hier vorne eins. Nein, ich helfe Ihnen ein bisschen. Ist ziemlich hoch. Jawohl, okay? Die Tochter hat das Nötigste zusammengepackt und begleitet ihre Mutter in die Klinik. Im Auto haben wir dann noch gemeinsam mit dem Notarzt eben das gewisse Medikament gegeben, um das Herz ein bisschen auszubremsen. Die Frequenz ist dann auch runtergegangen, die Symptome sind rückläufig gewesen. Ihr seid soweit? Sabine ist dran. Schnellstmöglich muss die Patientin ins Krankenhaus. Noch immer schwebt sie in Lebensgefahr. Ist es ein bisschen besser im Moment? Mein Kopf noch ein bisschen schwindelig auch. Wir sind da, okay? Wir laden Sie jetzt aus. Sie können einfach liegen bleiben, ja? Karim beruhigt nicht nur die Patientin. Er kümmert sich auch direkt um die Tochter der Frau. Ihr geht's ein bisschen besser jetzt. Ein bisschen ist es besser geworden, ja? Danke. Ja, gerne, kein Problem, alles gut. Man wird ihr Blut abnehmen. Ja, man wird dann auch noch mal ein EKG schreiben in der Klinik. Man wird auf jeden Fall den Schrittmacher kontrollieren. Um da halt zu finden, was der Sachstand ist. Im Extremfall kommt der Patient dann mit Verdacht auf Infarkt in den Herzkatheter und bekommt dann dort seinen Herzkatheter. Die Notaufnahme der Uniklinik Münster. Ein Mann hat sich im Gesicht schwer verletzt. Ein KTW hat sich angemeldet mit einem Sturz auf die Nase. Uns ist ein Verunfallter beim Joggen angekündigt worden, der sich gleich mit dem Rettungsdienst vorstellt. Ich habe schon grob gehört, dass wohl die Nase was abbekommen hat. Sportunfälle oder alle Unfälle können in alle Richtungen gehen. Ob wir jetzt gleich notfallmäßig doch noch einen Schockraum draus machen müssen, zeigt sich erst, wenn wir den Patienten hier haben. Als Jogger gestürzt, aufs Gesicht gestürzt, ein ABC komplett stabil. Ein Verdacht auf Nasenbeinfraktur. Er hat selbst ein Knacken bemerkt. Ne, der rechte Nasenflügel ist auch deutlich geschwollen. Epistaxis nur aus der Nase. Kiefer komplett stabil. Eine Schürfwunde rechts frontal, aber ohne Schädel-Hirntrauma irgendwie was oder Komotio-Anzeichen. Vorerkrankung, keine Vormedikation, hat von uns soweit nichts bekommen. Hat auch noch leichte Hautläsionen an der rechten Hand, ne, und Vermutung Prellung rechter Arm. Fokus liegt definitiv auf dem Gesichtsschädel, Nasenbein. Ja. Hat dann, wie gesagt, einen Knacken vermerkt und beschreibt Schmerzen im Bereich von 8. Wie genau ist das passiert? Sie sind einfach gestolpert oder sind Sie bewusstlos geworden und dann gefallen? Nee, ich bin gestolpert, also vereisten. Ja. Erzählen Sie ruhig weiter, ich höre Ihnen zu. Okay, waren Sie bewusstlos? Nein? Okay, Sie erinnern sich an alles, was passiert ist? Ja. Okay. Gut. Können Sie mich einmal angucken? Sehen Sie mich ganz normal oder irgendwie verschwommen? Ganz normal. Okay. Haben Sie gerade Kopfschmerzen? Ja. Ja? Haben Sie sonst irgendwo Schmerzen? An der Hand?
Okay. Ich würde Sie gerne einmal von Kopf bis Fuß untersuchen. Wenn ich irgendwas mache, was Sie nicht ertragen können, total wehtut oder so, dann sagen Sie sofort Bescheid. Ob die Nase des Patienten gebrochen ist, klärt sich später. Doch erstmal beschäftigt die Assistenzärztin eine andere Körperstelle. Alles klar, gut. Ich taste Sie jetzt einmal ein bisschen ab. Wie gesagt, wenn ich irgendwas mache, was Sie gar nicht haben können, sagen Sie mir bitte sofort Bescheid, okay? Okay. Einmal den Mund aufmachen kräftig. Jawohl. Und dann einmal zwischen, machen Sie? Einmal zwischen meine Augen gucken, bitte. Bei einem Patienten, der hingefallen ist, insbesondere auf den Kopf, ist es wichtig, dass man einmal den ganzen Körper untersucht. Bodycheck nennen wir das dann. Bisschen übel? Mussten Sie brechen? Nein. Einmal ein bisschen nach vorne aufsetzen, damit ich Ihren Rücken angucken kann, bitte. Wenn ich, Entschuldigung, wenn ich hier so drücke, geht das oder was geht? Ja. Okay. Hier neben auch? Ja. Ja? Okay, ich klopfe einmal. Wie geht das? Sehr gut. Okay, super. Er war auf den Kopf gefallen, auch wenn er direkt ansprechbar war und nicht verwirrt oder ähnliches, hat er ja offensichtlich ein ganz schönes Trauma gehabt. Sonst sieht eine Nase nicht so aus, sonst hat man nicht so viele Cuts im Gesicht. Deswegen muss man da trotzdem hellhörig sein, die Wirbelsäule insbesondere auch ordentlich untersuchen und im Zweifel alles andere erstmal hinten anstellen.